Ich habe eine Apothekerkammer, ich habe eine Ärztekammer. Ich habe, weiß gar nicht, was noch alles an Kammern habe. Herz. Also ist egal. Man muss mich nicht kennen, aber auf jeden Fall ich bin der Bergdoktor und ich erkläre euch jetzt, worum es hier wirklich geht. Es sagen alle. Was soll ich sagen? Also ich hatte zunächst einen riesigen Schaden. Also ich finde es zum Beispiel offen gesagt nicht so. Die leben in einer anderen Welt. Das stimmt. Ich habe ja also 10 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. USA. Arizona, Texas. Großbritannien. In Boston habe ich. Berlin. Wuhan. Ruhrgebiet. Sonneburg, Buckhaven. Ich komme ja aus dem Münsterland, setze ich mich gleich in die Nesseln. In Münster gibt es objektiv zu viele Vollidioten. Was ist das, also wo ist da das Problem? Jetzt über eine Million Vollidioten in Münster. Die finde ich irgendwie so eine ganz, also ich finde es strange, das ist immer noch mein Bild vom Bürger. Das stimmt. Das ist leider so. Da bin ich, sehe ich das ja wie du. Das ist einfach falsch. Gleichzeitig denke ich mir andersrum, weiß ich wie rum, da bin ich der Staat. Wie der Staat. 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 Der Staat. Der Staat macht keine Impfstoffe. Die belügen euch alle, ich sage euch die Wahrheit, wir wollen euch kontrollieren. Die Idee dahinter finde ich ja erstmal richtig. Man könnte sich ja auch einfach impfen lassen. Ach, das bietet sich an. Habt ihr Impfstoffe? Falls das gelänge wie geplant, könnten wir Stand heute, immer wichtig, mit dem, was wir heute absehen können, im Frühjahr, im Sommer, also in 6 Monaten, 7, 8 Monate oder 5 oder 10 Monaten oder auch nur 12 oder 24 Monaten oder auch nur 1, 2, 5 oder 10 Jahre oder auch nur 1 Million Monaten allen, die wollen, ein Impfangebot machen. Heureka-Moment.